Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Die Sendung, die Sie heute sehen, mussten wir aus Zeitgründen aufzeichnen, deswegen nicht live, aber aufgezeichnet wie live. Die Thematik ist eine ganz spannende, und zwar geht es um das Thema Hypnose oder Hypnosetherapie. Das ist ja was, wo jeder mit so einem leichten Gänsehaut im Nacken dran denkt, dass man die Storys, die man so manchmal im Fernsehen sieht, da wird einer hypnotisiert und dann mit einem Telefonanruf wird er aktiviert und dann geht die Post ab. Ob das alles so funktioniert, wie das alles funktioniert, ob es das alles so gibt und wozu es gut ist, dazu habe ich heute drei Gäste. Einmal den Therapeuten, herzlich willkommen, Gerhard Schaffer. Ja. Dann die Sandra und die Birgit, die uns über ihre Erlebnisse berichten, was sie beim Gerhard erlebt haben. Gerhard, erstmal zu dir. Wie kommt man dazu, Hypnosetherapeut zu werden? Diese Frage stellt man mir sehr oft. Ich habe mich mit 14, 15 Jahren schon sehr interessiert für alles, was mit Krankheit, mit Medizin, auch mit Hypnose zu tun hat. Mhm. Habe versucht, in diesem Alter Bücher über Hypnose in Österreich zu bekommen. Das war komischerweise zu dieser Zeit nicht möglich. Also Bücher über Hypnose hat man damals nur Medizinern zukommen lassen, obwohl wir eben nicht irgendwo in der DDR wohnen oder so, sondern in Österreich. Ich habe dann später begonnen, autogenes Training zu machen. Mit 15 Jahren meinen ersten Kurs für autogenes Training gemacht, aus Selbstinteresse. Und habe gewusst, dass dieses Thema Hypnose mich einfach interessiert und fesselt und habe eben begonnen, von diesem Zeitpunkt an mich für diese Thematik zu interessieren. Jetzt, diese Thematik Hypnose hat ja immer so zwischen Ängstlichkeit und Erstaunlichkeit so einen Zustand, wenn man das hört. Man sieht natürlich da im Fernsehen auch in manchen spektakulären Filmen die irresten Dinge. Was machst du in der Hypnose? Warum tust du nur die Leute aus Spaß hypnotisieren oder wo ist der Hintergrund? Nein, also das, was ich mache als mein Therapieverfahren, ist medizinische Hypnosetherapie. Wird oft verwechselt mit der klassischen Hypnose. Bei der klassischen Hypnose ist es definitiv so, dass es Möglichkeiten gibt, einen Menschen in sehr kurzer Zeit in einen sehr tiefen hypnotischen Zustand zu bringen. Das ist möglich. Mhm. Das ist aber bei der medizinischen Hypnose nicht der vordergründige Aspekt, warum man das macht, sondern ich versuche in der medizinischen Hypnosetherapie dem Menschen die Möglichkeit zu geben, mit seinem Unterbewusstsein und durch sein Unterbewusstsein auf Problematiken aufmerksam zu werden, Gründe für Schmerzen, Traurigkeit, Schuldgefühle zu bekommen. Und das ist eben möglich, wenn man dem Verstand die Basis gibt, dass er sich einmal entspannen darf und dadurch das Gefühlsleben eben aktiviert. Das ist eben in einem Zustand der Hypnose ganz einfach möglich. Das heißt, du hast dich in deinem ganzen Leben mit dieser Thematik Hypnose beschäftigt. Du hast ja gesagt, ab 15 hast du mit autogenem Training da angefangen und das dann ausgeweitet auf eine therapeutische Anwendung. Was musstest du da? Musstest du da noch Schulen besuchen? Ja, selbstverständlich. Ich habe dann, so wie es in der Schweiz, glaube ich, heißt, den Naturarzt. Ich habe die Heilpraktikerprüfung machen müssen. Ich habe in Österreich in einem Ambulatorium 7 Jahre gearbeitet, um eben Erfahrungen dort zu sammeln. Habe dort mit Hypnose schon gearbeitet und habe dann, weil ich in Deutschland meine Praxis habe, in Deutschland noch einmal diese Therapeutenprüfung machen müssen. Spezialisiert habe ich mich dann eben ausschließlich auf Hypnose. Also ich bin ein Mensch, ich bin, wenn ich jetzt nicht gerade im Urlaub bin, wirklich tagtäglich im Gefühlsleben des Menschen unterwegs und kann deswegen auch behaupten, dass ich mich im Inneren des Menschen, im Seelenleben nicht nur gut, sondern sehr gut auskenne. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du müssen in Österreich eine Ausbildung machen, in Deutschland eine Ausbildung machen, in der Schweiz eine Ausbildung machen, um theoretisch überall behandeln zu können. Ich habe in Deutschland dann die Prüfung noch einmal machen müssen. Das heißt, wird jetzt vielleicht komisch klingen, ich musste in Deutschland belegen, dass ich keine Gefahr für die Volksgesundheit bin. Das heißt so, wird man geprüft vom Gesundheitsamt, von cool. Ein paar Ärzten und Psychiatern auch. Und wenn man diese Prüfung dann abgelegt hat, dann darf ich in Deutschland eine Praxis eröffnen mit meinem Therapieverfahren. Da sieht man ja, dass die EU und die Globalisierung uns unheimlich viel gebracht hat. Ne? Selbst von einem Nachbarland zum anderen muss man nochmal eine neue Prüfung machen. Ja. Naja, das ist wieder ein anderes Thema. So, dann bist du auf jeden Fall dann in Deutschland zu einer Praxis gekommen. Ja. Und jetzt bist du ja kein Unbekannter. Du warst auch schon mal im Schweizer Fernsehen. Wie kam das zustande? Da war eine Patientin bei mir, die ganz normal sich als Patientin geoutet hat. Ich habe mit ihr eine Problematik aufgearbeitet, die sehr an ihr genagt hat. Sie ist missbraucht worden als kleines Mädchen
und hatte in ihrem jetzigen Leben große Schwierigkeiten mit dem Thema Sexualität überhaupt umzugehen, hat immer wieder Ängste gehabt vor Männern. Sie konnte sich das nicht erklären und war dann irgendwann so weit, dass sie gesagt hat, ich möchte auf den Grund gehen, warum das so ist. Und dort haben wir am zweiten Tag eigentlich schon auflegen können, woher diese Sachen kommen und was bei ihr passiert ist. Und diese Dame hat fürs Fernsehen gearbeitet, das wusste ich nicht. Und sie hat mich Wochen später angerufen und hat mich gebeten, ob man nicht einer breiteren Öffentlichkeit zeigen könnte, dass es nicht die Hauptmöglichkeit ist, mit diesem Problem umzugehen, sondern also durch den Alltag zu kommen als Frau oder als missbrauchter Mann, sondern dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, solche schlimmen Erlebnisse vollkommen aufzuarbeiten. Jetzt ist ja gerade das Thema Missbrauch ist ja eins, was sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht, was ständig wieder hochkommt, ob das im Rahmen von irgendwelchen kirchlichen Erziehungseinrichtungen war oder Heimen, ob das im Privathaushalt vonstatten geht. Wie viel Leute kommen denn zu dir, die die Thematik des Missbrauchs hinter sich haben? Ohne das schwarz malen zu müssen, ich kann ganz ehrlich sagen, dass von 10 Frauen, die zu mir kommen, mit Sicherheit 6 bis 7 in dieser Richtung irgendetwas erlebt haben. Also dann so lange Jahre später, weil das hatte ich ja auch schon öfter in meinen Sendungen, diese Thematik gehabt. Und es geht mir darum, gerade weil ich da Kontakt habe auch zu solchen Menschen, die mir immer wieder erzählen, wie brutal das ist, wenn man das über 10, 20 oder 30 Jahre mit sich herumträgt. Konntest du diesen Frauen helfen? Ja, ich muss sagen, dass ich Gott sei Dank Erfolgserlebnisse habe, große Erfolgserlebnisse. Ich bin mit vielen, vielen Patienten im Nachhinein, Jahre später, noch immer in Kontakt. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die mir gesagt haben, wenn sich der Mann zu Hause nur unter der Dusche wäscht, dass man schon vollkommen abgestellt wird, keine Gefühle mehr haben kann. Frauen haben Kinder bekommen, mittlerweile können ihre Sexualität ausleben. Grundsätzlich ist es einfach so, dass ein Mensch, der als Kind etwas erlebt hat, was er jetzt nicht mehr weiß, einfach nur spürt, es stimmt etwas nicht. Wenn ich jetzt mit 42 Jahren meinem Partner sage, ich möchte mit dir im Bett nichts anfangen, dann versteht der Partner nicht, warum das so ist. Und wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann und wenn man sieht, wie viele Kinder im Alter von 2, 3, 4, 5 Jahren schon sexuell genötigt werden von meist leider Familienangehörigen und das in einem Deckmantel oder unter einem Deckmantel passiert, wo die erwachsenen Männer wissen, die Kinder sind noch nicht so weit, dass sie sich verbal äußern können, dass sie jemandem erzählen, was passiert ist, solange wird es auch weiter stattfinden, glaube ich. Und dort ist es eben wichtig, diesen Menschen eine Möglichkeit zu bieten, wirklich aufzuwachen, draufzukommen, vor allem, warum es ihm nicht gut geht und diese Sache zu lösen. Ich glaube, das Schlimmste für die Menschen ist es, nicht darüber reden dürfen oder nicht darüber reden können, weil ja auch viel mit dem Angstprinzip gearbeitet wird. Wenn du drüber sprichst, dann zerbricht die Familie und dann müssen alle ins Gefängnis, ja. Was weiß ich und so weiter. Also dieser Druck, der auf der Person lastet, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte für den Menschen. Ja. Wenn du diese Behandlungen machst, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ganz kurz über mein Behandlungssystem. Das ist ein bisschen anders als vielleicht andere Psychotherapeuten arbeiten. Ich habe mir, wie ich begonnen habe, mit Therapien zu arbeiten, einfach gesagt, ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, wirklich einem Menschen effizient weiterzuhelfen. Mein Anspruch ist nicht, ich möchte ihm ein bisschen helfen, sondern ich möchte ihm wirklich weiterhelfen. Mein Behandlungssystem sieht so aus, dass ein Mensch, der sich jetzt bereit erklärt, zu mir in Therapie zu kommen, der kommt nicht alle 14 Tage für 50 Minuten und wir sprechen über sein Problem, das er vielleicht gar nicht weiß, wo sich das gründet, sondern die Leute kommen zu mir und bleiben eine Woche oder 10 Tage bei mir und wir können durchgehend am Problem arbeiten. Als Beispiel nur ganz kurz, wenn jetzt ein Mann kommt zu mir, der mit seiner Frau ein Problem hat, dass die Beziehung vielleicht nicht funktioniert oder dass irgendwelche Sachen nicht stimmen, wenn ich mit dem jetzt 50 Minuten spreche und ich weiß, er kommt dann in 14 Tagen wieder, dann passiert in der Zwischenzeit in seinem Leben so viel, dass wir wieder bei Null oder bei Minus irgendwas anfangen können. So ist es so, dass der Mensch zu mir kommt, ich arbeite mit ihm eine Stunde oder 1,5 Stunden am Stück, dann hat er eine Pause und wir arbeiten wieder an der Problematik weiter. Und gerade, das heißt, er ist raus aus seinem Alltag, aus seinem Berufsalltag, aus seinem persönlichen Umfeld raus und kann sich rein auf die Thematik konzentrieren. Ich nehme an, wenn du mit ihm arbeitest, gibt es ja immer Dinge, die werden von ganz, ganz tief unten immer hochgekocht. Und wenn er wieder in seinem ganz normalen Arbeitsumfeld wäre, dann hat er ja gar nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen und das aufzuarbeiten im Prinzip. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube,
dass 50% von dem Therapieerfolg, den ich habe, nur darauf gründet, dass die Leute aus ihrem Familienverband, aus dem Berufsverband rausgenommen worden sind und erstmal sich in ihrem Leben, auch wenn es unangenehm ist, weil es ungewohnt ist, sich mit sich selbst und ihren Gefühlen und ihren Problemen beschäftigen können. Und das macht ganz, ganz viel aus. Und wenn ich eine Stunde später die Möglichkeit habe, wieder dort einzutauchen und wieder dort in die Abgründe der Seele zu gehen, sage ich jetzt mal, dann ist es natürlich viel, viel effizienter, als ich komme in 14 Tagen und weiß gar nicht mehr, was jetzt alles in diesen letzten 14 Tagen passiert ist. Genau, was davor schon gelaufen ist. Deswegen weiß man auch, das ist ja kein Geheimnis, dass viele normale Gesprächstherapien über Jahre gehen. Also ich habe Patienten gehabt aus Zürich, die 20, 25, 28 Jahre in Gesprächstherapie bei irgendwelchen Therapeuten waren, wo man dann sagt, es sollte irgendwann einmal Schluss sein. Also so wach muss man natürlich sein. Danke für den Anstoß. Das wäre jetzt meine nächste Frage noch gewesen. Wenn ich jetzt diese Woche oder diese 10 Tage bei dir verbracht habe in dieser Therapie oder in dieser Hypnosebehandlung, ist danach mein Problem erkannt und erledigt? Oder heißt es dann wieder, ja, vielleicht in 3 Monaten nochmal, vielleicht in 6 Monaten nochmal, wie läuft es dann weiter? Wenn ich darf, sage ich das auch noch einmal ganz kurz an einem Beispiel. Also eine Dame ist zu mir gekommen, die ist nachweislich von ihrem Vater bis zum 7. Lebensjahr missbraucht worden. Wobei ich jetzt nicht nur auf diese Missbrauchsgeschichten eingehen möchte, ist vom 8. Lebensjahr bis zum 17. von ihrem Bruder missbraucht worden. Und die ist zu mir gekommen, weil sie eben wusste, dass da etwas Grobes passiert ist. Und wir sind aber in der Therapie draufgekommen, dass ihre eigene Mutter schon etwa 20 Versuche unternommen hat, wie sie noch im Mutterleib war, dieses Kind loszuwerden. Und da haben wir allein für diese Versuche, wo sie mit heißen Spülungen, mit Stricknadeln versucht hat, den Fötus zu erwischen, mit Schlägen auf den Mutterleib, für diese Geschichten, Mutterleibsgeschichten, haben wir eine ganze Woche gebraucht. Die ist dann natürlich nach Haus gefahren, musste das einmal auch mitverarbeiten und ist dann 3 Monate später nochmals gekommen, um eben diese Missbrauchsgeschichte aufzuarbeiten. Das ist natürlich auch möglich und es gibt einige Leute, die noch einmal ein zweites Mal kommen müssen, aber das finde ich auch vollkommen legitim. Aber ist eher die Ausnahme, oder? Ich bin meist mit den Behandlungswochen fertig. Wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel habe, dass ein Mann zu mir kommt, der mit 20 Jahren einen Autounfall hatte und jetzt seit 15 Jahren Nackenschmerzen hat und bereits IV bezieht, weil er nicht mehr arbeiten kann, eine Putzfrau zu Hause hat, jetzt mit 35, sagen wir, weil er sich nicht mehr gescheit bewegen kann. Und er kommt dann nur wegen dieses Autounfalls, da kann ich garantieren, wenn er mitmacht, so wie ich mir das erhoffe, dass man innerhalb von einer Woche diesen Autounfall vollkommen aufarbeiten kann. Also ich höre so heraus, korrigiere mich, wenn ich da einen falschen Schluss ziehe, dass es viele, viele Thematiken liegen in unserer Psyche, in der seelischen, in der geistig-seelischen Ebene, die sich dann irgendwo als körperliche Gebrechen äußern, wenn nicht dran gearbeitet wird oder in die Depression gehend, dann in irgendwelche körperlichen Dinge hineingehend, in Schmerzen hineingehend. Alle diese Dinge stellst du wieder ab mit dem Hingehen auf die Ursache? Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich begonnen habe zu arbeiten, vor etwa 22 Jahren, war ich fest davon überzeugt, dass ca. 50% psychischer Natur sind und 50% eben organischer Natur sind. Ich weiß mittlerweile, ich würde jetzt sagen, ohne mich da zu weit hinauszulehnen, aber ich glaube, dass 98% der Problematiken, mit denen Menschen überhaupt unterwegs sind, psychischen Ursprungs sind. Die Seele von uns, wenn man das ganz kurz ansprechen möchte, hat einige Möglichkeiten, uns zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Sie hat die Möglichkeit, mit Schlafschwierigkeiten uns zu zeigen, dass etwas nicht stimmt, mit Hautveränderungen im Erwachsenenalter, mit Schmerz, mit Tinnitus, mit Schwindelgefühl, mit Depression. Und dann sind wir irgendwann fertig. Und die Leute, die jetzt durchs Leben gehen und einmal spüren, ich bin jetzt nicht mehr so lebensfroh, es macht mir das Leben nicht mehr so Spaß oder ich habe einen Schmerz, den ich nicht hatte oder ich habe als Erwachsener Hautveränderungen, dort schreit eigentlich die Seele und sagt, es ist irgendetwas, schau dich einmal an oder schau dir mal an, was in deinem Leben wirklich passiert ist. Und es heißt auch für den, der jetzt zuschaut, dass es nie zu spät ist. Wir haben ja hier auch Fälle in der Schweiz, das Thema Verdingkinder zum Beispiel oder administrativ verwahrt. Das gibt es in anderen Ländern unter anderen Voraussetzungen bestimmt ähnlich oder anders.
Und ich habe mit vielen dieser Leute Kontakt gehabt, wo wir einen Bericht darüber gemacht haben. Immer wieder ist es diese seelische Verletzung, dieses Nicht-Gehört-Werden, das sich hilflos fühlen. Und das zieht sich dann wie so ein roter Strich quer durchs Leben durch. Das sind jetzt alles so, ich sag mal, diese Dinge. Aber wo ich auch drauf hinaus will, das sind alles Dinge, die aus der Vergangenheit oder aus einer lange vorhergegangenen Zeit. Jetzt gibt's aber auch die aktuellen Dinge, zum Beispiel die Angst, im Beruf zu versagen. Ich sag, der Horror jedes Kindes ist der Satz der Mutter, aus dir wird nie etwas Rechtes werden. Sagen Sie sowas nie zu Ihrem Kind, denn Sie wissen gar nicht, was Sie da für einen Samen sehen, der das Kind vor Versagensängste stellen kann in seinem ganzen Leben. Also fördern Sie Ihre Kinder und downen Sie sie nicht. Wenn ich jetzt so einen Satz gehört habe und meine Mutter hat das in hunderten von Variationen zu mir gesagt, das beeinflusst mich natürlich. Das heißt, ich habe schon Angst, an jede neue Herausforderung ranzugehen, weil ich mit dem Satz im Kopf lege, oh, du schaffst es nie, was Gescheites zu machen. Bist du auch in solchen Dingen der mir helfen kann? Durch den Umstand, dass meine Patienten zu 99% aus der Schweiz kommen, kann ich auch mit dem Thema Verdingkinder auf jeden Fall was anfangen. Habe ich auch schon einige gehabt von diesen Leuten, das so jetzt in der Vergangenheit liegt. Ich sage auch, bei diesen Versagensängsten ist es so, dass eine Mutter oder ein Vater, die ihrem Kind sagen, dass sie nichts können oder nichts werden oder dass sie in ihrem Leben nichts zusammenbringen, die schaffen für dieses Kind eine eigene Realität. Und ein Kind, dem man bis zum 5. Lebensjahr gesagt hat oder gezeigt hat, dass es nicht erwünscht ist oder dass man sich eigentlich ein Mädchen gewünscht hat und jetzt doch ein Junge gekommen ist, diese Leute haben, wenn sie älter werden, schon in der Pubertät größere Probleme, sich mit sich selbst zu identifizieren, und haben als Lebensgefühl, als Lebensmotto schon, dass ich das nicht schaffen kann. Also das heißt, gerade in diesen ersten Jahren prägt man die Kinder unglaublich und muss natürlich auch darauf achten, dass man da nicht bereits so schwere seelische Verletzungen, die manchmal, ich habe das auf einem Bauernhof im Umfeld erlebt, der Großvater war kein Böser, der war einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, derb. Und der hat das gar nicht so wahrgenommen. Der hat ständig rumgebrüllt und rumgeschimpft, war wahrscheinlich mit sich selbst nicht zufrieden. Aber das hat den einen Sohn des Bauern sehr, sehr im Inneren getroffen, weil er nicht so eine harte Schale hatte. Und da gibt es natürlich dann Thematiken. Ich gehe mal auf noch was, was häufig bei mir in der Sendung oder wo ich damit kontaktiert werde, das Thema Bettnässen. Und zwar sogar, dass Kinder plötzlich Bettnässen anfangen mit 5, 6 Jahren, obwohl es schon vorher vollkommen in Ordnung war. Auch so eine Verletzungsthematik? Ja, es gibt Fälle, wo die Kinder mit 14, 15 ins Bett machen oder mit 18 und 20 ins Bett machen, was eigentlich totgeschwiegen ist, weil die Kinder oder die Jugendlichen, Entschuldigung, mittlerweile in einem Alter sind, wo man über sowas nicht spricht. Das kommt immer wieder vor, hat ganz viel mit Aufmerksamkeit zu tun, hat ganz viel mit Angst zu tun, die in der Nacht ausgelebt werden kann, sobald unser Kopf, unser Verstand ausgeschaltet ist und eben unser Gefühlsleben hochkommen kann. Das heißt, dort wird es dann ausgelebt, das heißt, da werden alte Konventionen einfach über Bord geschmissen und da kann ich mich sein, auch wenn es so einen Effekt dann hat. Ja. Auch die Dinge kann man über die Hypnosetherapie lösen? Selbstverständlich. Ich finde es einfach wichtig, dass man lernt, dass es wichtig ist für den Menschen, die Ursache zu finden. Wenn ich die Ursache habe, wenn ich die Ursache einer Angst kenne, dann kann ich dieses Problem lösen. Ich würde vielleicht, dass man es versteht, ganz kurz noch ein Beispiel bringen. Es ist ein Bankdirektor bei mir gewesen, der ist mit seiner Sekretärin in Zürich mit dem Lift nach oben gefahren. Der Lift ist stecken geblieben und der Bankdirektor hat zu hyperventilieren angefangen. Er ist bekannt als ganz strenger Herrscher in seinem Bereich. Hat zu hyperventilieren angefangen, hat Angst bekommen und hat zu schreien bekommen, neben seiner Sekretärin, er kommt da nicht mehr raus und er hat das Gefühl, er stirbt. Das Problem, das er hatte, ist, dass die Sekretärin gesehen hat, dass er nicht dieser starke Mensch ist, sondern dass er Schwächen hat. Ja. Der ist jetzt zu mir gekommen, weil es ihm peinlich war, nicht wegen der Problematik, sondern weil die Sekretärin das gesehen hat. Und draufgekommen sind wir auch am zweiten Tag, dass er mit 5 Jahren von seiner Großmutter in einem Raum eingesperrt worden ist im Keller, Licht abgedreht und er hat dort das Zeitgefühl komplett verloren, wusste nicht, ob er jetzt ein paar Stunden oder schon ein paar Tage drinnen ist und hatte das Gefühl, er stirbt und er kommt dort nie wieder raus. Er konnte aus diesem Grund, den er nicht mehr kannte, er wusste das nicht, nicht in Tankstellen bezahlen, wo es solche Türen gibt, die sich so schließen. Er konnte nicht ins Flugzeug steigen, er konnte nicht mit dem Lift fahren und war in seinem ganzen Leben extrem eingeschränkt und hat immer versucht, diese Sachen zu umgehen.
Die Problematik, die man da ganz kurz sieht, ist, er ist jetzt 44 Jahre alt, Bankdirektor, kommt in eine ähnliche Situation und sein ganzes Gefühlsleben ist nicht jetzt in diesem 42. Lebensjahr, sondern zischt zurück ins 5. Lebensjahr. Und das Gefühlsleben, weil es nicht an die Zeit gebunden ist, und das ist vielleicht etwas sehr, sehr Wichtiges, weiß nicht, dass diese Situation, solange es nicht aufgearbeitet ist im Keller, dass diese schlimme Situation vorbei ist. Und alle ähnlichen Situationen, und die Menschen kommen gezwungenerweise immer wieder in ähnliche Situationen rein, glaubt das Gefühlsleben, ich erlebe diese furchtbare Sache jetzt gerade. Also das heißt, wegdrücken funktioniert nicht. Es ist zwar dann vielleicht nicht mehr im täglichen Denken vorhanden, aber immer wenn mein Gefühlsleben in eine ähnliche Situation kommt, kommt das wieder hoch, was ich als Kind erlebt habe oder als Jugendlicher, und beeinflusst im Prinzip mein Leben bis zum Tod, wenn ich nicht davor den Gerhard kennenlernt, der mir raushelfen kann. Nicht unbedingt bei mir, aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, wirklich Verbindungen zu schaffen. Warum ist das so? Wenn ich das nicht weiß, grüblich und suche die Schuld und ich finde diese Schuld nicht, weil das im Unterbewussten abgelagert ist, ein Bereich, der praktisch für viele Menschen leider nicht zugänglich ist. In deiner Zeit als Therapeut, wie viele Menschen hast du schon behandelt? Ich arbeite so, wie gesagt, wenn ich nicht im Urlaub bin, in der Woche immer mit 2 Patienten. Wenn ich weiß im Vorfeld, es ist ein ganz schwieriger Patient oder die Thematik ist sehr schwer, dann nehme ich nur einen Patienten und sonst nehme ich immer 2. Also ich arbeite bis auf meinen Urlaub eben während des ganzen Jahres. Also das heißt rund 48 Wochen, rund mal im Schnitt 1 bis 2 Leute, heißt 90 mal 30 Jahre. 22 Jahre, also ein paar Tausend. Einige Leute schon. Ja. Einige Leute. Was ich immer natürlich frage, gibt es Dinge, vor denen du kapitulieren musst, wo du jetzt sagst, also da kann ich nichts machen, das funktioniert bei mir nicht, da funktioniert meine Therapie nicht oder was? Ich würde sagen, kapitulieren ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, dass man als Therapeut sehr wohl Thematiken hat, die man dann nicht so gerne angeht. Mhm. Ich habe auch bei dem ganzen Anorexie-Thema, muss ich sagen, habe ich auch einige Leute gehabt, einigen Leuten Gott sei Dank helfen können, aber es ist für mich eine Problematik. Anorexie? Magersucht. Okay. Wo die Menschen Körperwahrnehmungsstörungen bekommen, wo sie nicht mehr spüren, wie schwer bin ich wirklich, wie dick bin ich wirklich. Ganz, ganz oft auch leider wieder sexueller Missbrauch im Hintergrund. Also bei meinen Sachen sicher 90% der betroffenen Mädchen, die bei mir waren. Aber es ist durch das, dass die Menschenstruktur relativ schwierig ist, oft auch noch eine schwierige Mutter im Hintergrund steht, ist es ein Thema, das ich in dieser einen Woche oder in 10 Tagen nicht zur Gänze machen kann. Also deswegen bin ich auf diesem, das ist das einzige Gebiet, wo ich nicht so gern dabei bin wie bei den anderen Gebieten. Also Angst und Hautveränderung und Schmerzen, Schwindelgefühle, sowas, Depression. Alle möglichen Phobien in der Geschichte. Es hat immer einen Ursprung. Genau. Und wenn man den Ursprung, wie sich das äußert, das Gefühlsleben findet bei uns unsere Schwachpunkte und drückt ganz genau bei diesen Schwachpunkten, um uns eben munter zu machen. Interessante Thematik, ne? Dass wir genau immer dort geholt werden, wo wir es am höchsten wegstecken wollten. Ja. Von den vielen Patienten, die bisher schon bei dir waren, haben sich 2 getraut, mit ins Studio zu kommen. Ganz toll. Nochmal herzlich willkommen, Sandra und Birgit. Fange ich mal bei dir an. Sandra, darf ich fragen, man fragt Frauen nicht, aber ich sage, ich halte mich an keine Konvention, das ist nur, dass die Zuschauer wissen ungefähr, wo sie sich einordnen müssen. Du siehst so jung aus, wie alt bist du? 32. Oh, gut gehalten, Kompliment. Danke. Ich hätte dich jetzt so 20, 25 geschätzt, okay. Du siehst so jugendlich aus. 32 Jahre alt, also auch schon eine Frau, die mitten im Leben steht. Genau. Was machst du beruflich? Kindererzieherin. Ah. Ich arbeite in der Kinderkrippe, genau. Du kümmerst dich um die Kleinen, dass die nicht auf den Weg kommen. Genau. Was hat dich geplagt? Was hat dich irgendwann dazu bewogen, eine Konsultation mit dem Gerhard zu machen? Ja, also bei mir hat das alles recht früh angefangen in meinem Leben. Ich muss vielleicht kurz ein bisschen zurückgreifen, dass es nachher verständlich ist. Ich habe mit 14 so angefangen, keinen Sinn mehr gesehen im Leben. Ich habe nicht gewusst, warum. Ich war einfach plötzlich wieder da. Ich habe keinen Sinn mehr gesehen, nicht mehr leben wollen, wollen daraus rausgehen aus dem Leben, keine Lebensfreude mehr empfunden. Ja, so, wirklich so stark, dass ich gesagt habe, okay, ich will weg vom Leben, ich will nicht mehr leben. Und bin dann in die Psychiatrie gekommen, zwangseingewiesen worden.
Und das ist dann so eine richtige Geschichte entstanden aus dem, also von einer Psychiatrie die andere, noch mit Heim und Pflegefamilien und so. Mhm. Bin dann irgendwann wieder daheim gelandet und habe gedacht, ja, das ist jetzt alles vorbei und so, das habe ich vergessen. Und irgendwann das Gefühl, okay, das habe ich gut verarbeitet, kein Thema mehr gewesen. Und dann so mit 21 habe ich plötzlich gemerkt, oh, irgendwie, das kann nicht sein, das irgendetwas stimmt da nicht. Bin in eine Depression hineingefallen. Ich hatte auch dort wieder am Anfang überhaupt keine Ahnung, warum, was ist eigentlich los mit mir. Ich hatte massive Schlafstörungen, hatte ganze Nächte nicht können schlafen, hatte Nackenschmerzen täglich, Kopfweh, das ganze Programm Erschöpfungszustände, nur noch also für die Arbeit eigentlich Energie können aufbringen. Daheim ist nichts mehr gelaufen, keine Lebensfreude wieder gehabt. Ich dachte, was ist los mit mir? Es war kein Ereignis, das ich jetzt sagen konnte, genau, das war der Auslöser. Ah ja, ist ja logisch, darum ist es. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Ja. Ich meine, du hast gesagt, mit 14 warst du eigentlich schon des Lebens überdrüssig. Genau. Hattest du eine schwere Kindheit? War irgendwas im Vorfeld? Ich meine, man hört ja diese ganzen Storys, wie im Fernsehen rauf und runter laufen, mit Elternhaus, wo nur geprügelt wird oder wo man schwer arbeiten muss. So irgendwas? Nein, also was bei mir natürlich einfach war, was in vielen Familien ist, ist, Eltern haben viel gestritten. Es hat dann, als ich 10 war, war die Scheidung dann von meinen Eltern. So ein bisschen, sagen wir mal, das Normale. Klar hat man dort... Wollte ich ja sagen, Tausende von Kindern. Genau, richtig, genau. Also jetzt nichts, was ich müsste sagen, genau wegen dem ist es. Es war mir also nie wirklich bewusst gewesen, was ist es. Und durch das, dass die Zeit zwischendurch wieder eigentlich super gelaufen ist, wo ich mir sagen, hey, wow, das ist ja genial und so, habe ich es dann überhaupt nicht verstanden, dass es plötzlich wieder da war. Und also das heißt, zwischen der Rückkehr aus der psychiatrischen Behandlung und so bis zum 21. war wie viel Zeit dazwischen? Was ist das gewesen? 16? Na, 5 Jahre. Über 5 Jahre, genau. Fünf Jahre. Liebe Zuschauer, wie die Geschichte von der Sandra weiterging und was sie dann alles erfahren hat und was sie daran machen konnte, dass sie wieder voll zurück ins Leben geht und sich wohlfühlt, das erfahren Sie gleich nach der folgenden Werbepause. Alois Irlmeier. Ich seh's ganz deutlich, der Titel einer außergewöhnlichen DVD. Seit Anbeginn der Zeit sind die Menschen von der Zukunft fasziniert. Hellseher, Weissager, Propheten, diese Menschen faszinieren uns mit ihren Ausblicken in eine Welt, die vielleicht noch vor uns ist. Sichern Sie sich jetzt eine aufschlussreiche und außergewöhnliche DVD über das Leben des Propheten Alois Irlmeier. Einer, der von uns war, einer, der zu uns kam und einer, der nie aus sich etwas Besonderes gemacht hat. Jetzt im Shop bei timetodo.ch. Wir sind wieder zurück nach der kurzen Unterbrechung. Bei mir heute im Studio der Gerhard Schaffer. Hypnosetherapeut mit einer unglaublichen Geschichte, von Kindesbeinen an sich für die Thematik interessiert, sich zu einem Spezialisten ausgebildet, der vielen Menschen schon Hilfe leisten kann. Bei mir im Studio auch noch die Sandra und die Birgit, die aus ihrer Erfahrung erzählen, was sie in ihrem Leben so erlebt haben und wie der Gerhard ihnen da raushelfen konnte. Jetzt hake ich gerade noch mal nach bei der Sandra. Sandra, wir waren vor der Pause dort stehen geblieben, dann warst du plötzlich, 5 Jahre lief das gut, so von 16 bis 21, und wo du 21 warst, ging das plötzlich wieder los mit Depressionen, mit wenig Energie und so weiter. Was denkst du, woher kam das dann? Was war die Ursache? Also das Einzige, was ich für mich gemerkt habe, ist, durch das, dass ich plötzlich also richtige Panikattacken und Angstzustände hatte und in der Nacht extreme Albträume, weil ich einfach so, sind Bilder gekommen von der Psychiatrie, von Sachen, die ich dort erlebt habe, die halt für mich damals nicht sehr schön waren, wo ich aber gedacht habe, habe ich schon lange verarbeitet. Das war das Einzige, was ich gewusst habe, okay, da muss irgendwo noch etwas sein, das nicht verarbeitet ist. Mhm. Aber den Rest konnte ich mir nicht erklären, auch nicht, warum das so massive Auswirkungen haben kann, dass ich mir dachte, das kann doch gar nicht sein. Und bin natürlich dann in Therapie, also zuerst üblicher Weg, Psychiater, Gesprächstherapie,
vom einen zum anderen gegangen, nie wirklich etwas gebracht für mich. Also, dann irgendwann jetzt muss ich mal etwas anderes machen. Ich komme da nicht weiter. Man kommt nicht drauf, was steckt wirklich dahinter. Und habe dann angefangen, alternative Sachen auch machen, also ganzheitliche Sachen auch. Mhm. Bin zum Beispiel 5 Jahre in die Ausdruckstherapie gegangen, was mir im Alltag sehr viel gebracht hat. Habe MET gemacht, so eine Klopftechnik. Ich weiß gar nicht, was als Kinesiologie genau, das hat auch noch ganz am Anfang mal noch gewesen. Habe einfach alles Mögliche so in die Richtung, so ein wirklich einiges hast ausprobiert. Hast du Lösungen gesucht, wie du da genau, auskommst? Genau, mein Ziel war einfach, ich will wieder glücklich werden. Ich will überhaupt können glücklich werden. Also, weil ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich steckt etwas in mir rein, das ich als Kind mal hatte, das irgendwo mal da war und es ist wie verloren gegangen. Mhm. Es war nicht mehr da gewesen. Und in der Zwischenzeit hatte ich es auch gehabt. In diesen 5 Jahren, zwar habe ich es dort viel über Drogen auch erlebt, das Gefühl glücklich sein und habe es einfach jetzt einfach mal richtig wollen. Also ich habe es wirklich einfach wollen erleben, glücklich sein können. Und bin einfach wirklich knallhart auf die Suche und habe gesagt, ich will das jetzt einfach, ich ziehe es durch. Habe darum einiges ausprobiert und es hat mir im Alltag auch sehr viel gebracht und ich habe auch viele Sachen so können herausfinden oder lösen, aber ich habe immer gespürt, da ist ganz, ganz tief sind noch bei mir Sachen, wo ich einfach so keinen Zugang habe, wo ich nicht dazu komme. Und dann war es noch witzig, also ich habe dann wie irgendwann gefunden, hey, jetzt weiss ich auch nicht mehr, was machen. Ich war wirklich vor dem Ding, wenn jetzt nicht etwas kommt, dann gebe ich auf. Ich habe so viel probiert, über so viele Jahre, ich weiss nicht mehr, was ich machen soll. Und dann kam eine Freundin zu mir und hat gefunden, ja, eben, sie hat da gehört, sie war an einem Vortrag genau über Hypnose-Therapie. Bin ich so, nein, Hypnose. Das für mich, ich vergiss das, oder? Wenn du jetzt an mich denkst, das ist ich und Hypnose, dann bist du ausgeliefert, ja, oder? Das ist ja genau das, was ich damals in der Psychiatrie erlebt habe, so empfunden habe, dass ich ausgeliefert war. Und das wäre das Letzte, was ich machen würde. Aber es ist sehr interessant, ich komme doch einfach mal mit hören, oder? Weil so Sachen interessieren mich. Und dann sind wir an den Vortrag gegangen. Ich bin extra zuvorderst gesessen, dachte so, jetzt will ich schauen, ich war sehr kritisch. Und nach dem Vortrag habe ich mir sagen, das ist ganz, ganz anders, also was Gerhard dann erzählt hat, dass das ganz anders abläuft, als ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Dass man da auch die Sachen mitbekommt und nicht einfach nachher nichts mehr weiss. Und habe einfach gespürt, ich muss ein Seminar von ihm gehen, um zu schauen, ist das etwas für mich oder nicht. Und bin dann eigentlich, als ich im Seminar war, habe ich gewusst, ja, das ist das, was ich machen will und das ist für mich die letzte Chance. Nicht deine Rede vergessen, ich will bloß noch eine Zwischenfrage an den Gerhard stellen. Gerhard, Seminar. Um was geht es bei diesen Seminaren? Bei diesem Seminar gebe ich den Menschen die Möglichkeit, die sich jetzt für diese Thematik einmal interessieren, am eigenen Körper zu spüren, wie fühlt sich das an. Viele Leute haben das Gefühl, wenn ich in eine Hypnose gehe, dann ist es ein Zustand, wo ich nichts mehr mitbekomme und ich bin ausgeliefert oder willenlos. So kennt man es ja aus einschlägigen Fernsehserien über das Thema. Bei der medizinischen Hypnosetherapie kann ich sagen, dass die Menschen eigentlich fokussiert sind nur auf sich selbst und sind eigentlich wacher als sonst und haben Zugänge zu ihrem Gefühlsleben, die sie sonst in ihrem ganzen Leben nie bekommen können. Und in diesem Zustand, wo ich jetzt da liege und ich weiß, ich bin jetzt 30 Jahre alt, spüre aber gleichzeitig, dass ich eingesperrt bin von meiner Oma, dort werden die Leute wach und können eben Zugriff nehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn ich dem Menschen danach erzählen würde, dass er irgendetwas erlebt hat, dann würde sein Kopf sich einschalten und sagen, meine Mutter würde mir so etwas nie antun oder mein Vater würde mich niemals angreifen. Jetzt sind sie aber live dabei, also die liegen auf einem Wasserbett, zugedeckt, haben einen Kopfhörer auf, sind tief entspannt vom Körperlichen gesehen her, aber sind innerlich hellwach und sind Zeitzeuge von dem, was jetzt gerade passiert. Aha. Und bei diesen Seminaren, das nächste ist wann? Das nächste ist am 12. und 13. April in der Schweiz. 12. 13. April, liebe Zuschauer, notieren Sie sich das, gerade wenn Sie auch Menschen kennen, das müssen Sie ja nicht selbst sein, aber jeder hat ein Umfeld, jeder hat Freunde und Bekannte und wie oft werde ich auch in meinem Leben immer wieder konfrontiert mit solchen Dingen, die einfach im Umfeld abgehen und da können Sie dann Hilfe leisten. Da kann jemand hingehen, der vielleicht das auch noch ein bisschen kritisch sieht und sich an diesen beiden Tagen umfassend informieren, was kann diese Therapie für ihn tun. Bedenken Sie eins, es gibt nichts Schlimmeres wie seelische Verletzungen, die im ganzen Leben nicht behandelt werden, weil die bringen den Mensch komplett weg von seinem Lebensweg und führen so oft in schwere Krankheiten hinein.
Kommen ganz wir zurück kurz zum Seminar. Zum Seminar. Ich gebe heute den Menschen, also die ist begrenzt, also können dort maximal 15 Leute mitmachen bei einem Seminar, mhm, weil es keine Massenveranstaltung sein soll, sondern etwas sehr, sehr Intimes, Persönliches. Die Therapie wird ganz genau erklärt und die Leute zusätzlich haben die Möglichkeit, am eigenen Körper während des Seminars in sich hineinzuspüren, in die Zukunft, in die Vergangenheit, Entschuldigung, zurückzugehen, um eben zu spüren, wie hängt Gefühlsleben und mein jetziger Zustand zusammen. Weil ich glaube, das Schlimmste, was ein Mensch haben kann, sind Befürchtungen, mhm, oder Ängste, es könnte irgendetwas ja, etwas gewesen sein. Ja. Und wenn ich weiß, das und das ist es, dann habe ich etwas Handfestes, was ich bearbeiten kann. Solange es in der Schwebe ist, eben nicht. Genau. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema. Also jetzt war dann der erste Vortrag, wo du mitgegangen bist, so genau, ein Seminar, und hast gehört, was der Gerhard da erzählt hat. Genau. Und mittlerweile warst du auch noch, ist es schon noch am 21. oder warst du schon älter, wo du bei dem Vortrag warst mit ihm? Ja, also zu ihm bin ich dann vor 7 Jahren, ist das gewesen, genau. Also noch mal eine Zeit müssen durchstehen, wo alles nicht so toll und gerade lief. Also ich bin nach dem Seminar ist es dann einfach noch ein paar Wochen gegangen, oder glaube zwei Monate oder drei Monate ungefähr, bis einfach der nächste Platz frei war. Und okay, dann genau. Platz, ja. Also, Platz, ja. Dann, wie war das denn für dich? Ich weiß das von den vielen Schweizern, die ich natürlich als Gäste schon im Studio hatte, die Schweizer fahren nicht gerne. Die machen auch nicht gerne so lange Weltreisen und so. Jetzt musstest du nach Deutschland, wohin? Ganz in der Nähe vom Bodensee, also ist von Schaffhausen 45 Minuten entfernt. Also, musstest du da hinfahren und dann eine Woche bleiben? Große Herausforderung, oder? Ja. Also, das waren sehr unterschiedliche Gefühle. Das eine war pure Angst. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Was kommt auf mich zu? Wo natürlich auch meine Ängste in mir innen repräsentiert haben, die eh schon rum waren. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gefunden, ja, was wird jetzt noch schlimmer kommen? Also, irgendwo, das war meine letzte Hoffnung. Also, entweder du probierst es und überwindest deine Angst und gehst und probierst es aus. Und was willst du sonst machen? Also es ist wie so die zwei Gefühle, Angst, aber gleichzeitig Hoffnung. Mhm. Das ist meine letzte Chance. So hat sich es angefühlt für mich. Ja. Ja. Dann bist du hingefahren, dann begann die Behandlung. Genau. So, wenn du jetzt diese ganze Behandlung mal so rekapitulierst, wie war es für dich? Wie hast du dich da gefühlt? Wie war die Entwicklung während der Behandlung? Hoi, also es ist sehr emotional, das Ganze natürlich, weil man geht natürlich direkt ins Gefühlsleben. Geht direkt her, was läuft ab, und es bewegt sich unheimlich viel, auch also in der Woche selber. Also du bist nachher, merkst, es fängt an in dir zu arbeiten, körperlich auch merkst, ui, jetzt, du wirst müde. Aber gleichzeitig, also es ist immer so ein bisschen, ich habe jedes Mal, nach jeder Stunde eigentlich, habe ich gemerkt, es ist irgendwie etwas leichter geworden. Mhm. Also das ist eigentlich nie so gewesen, dass es nicht der Fall war. Es ist gleichzeitig natürlich mit ganz viele Emotionen und nachher Fragen, die auftaucht sind und so verbunden waren, aber auch jedes Mal eine unglaubliche Erleichterung, weil ich einfach gemerkt habe, oh mein Gott, das ist jetzt, ja, das ist jetzt wieder gut. Und das ist jetzt einfach abgehakt, ja, du konntest es bearbeiten es und ist, verarbeiten. Es fühlt sich einfach besser an. Ich habe in der ersten Woche, ich bin zwei Wochen für die Themen auch gewesen, bei ihm insgesamt, habe in der ersten Woche noch nicht gewusst, ja, bringt das wirklich etwas oder nicht. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es aus. Und habe aber wirklich so nach jeder Stunde eigentlich gemerkt, mal, also rein vom Gefühl her, es fühlt sich einfach unglaublich viel leichter an. Mhm. Als du nach den zwei Wochen dann wieder nach Hause gefahren bist, wie war das? So, es ist ja oftmals für die Menschen eine ganz große Geschichte, den Ort der Behandlung zu verlassen und immer wieder näher an seine Heimat hinzukommen. Wie hast du das erlebt, dieses Zurückkehren wieder? Hattest du dieses Gefühl von Freisein und von verarbeitet und neu in die Welt hineinschauen? Also ich muss dazu sagen, ich bin die zwei Wochen mit einem Abstand dazwischen gegangen, also nicht aneinander. Ja. Und nach der ersten Woche, da hatte ich ein super schönes Erlebnis, wo ich nachher einfach gewusst habe, okay, es funktioniert. Wo mir so eine Bestätigung gegeben hat, kann ich gerne sonst nachher darauf zurückkommen. Das war so, also ja, also das ist noch schwierig zu beschreiben. Du gehst zurück und weißt, okay, jetzt kommt der Alltag wieder und bist natürlich gespannt, wie wirkt sich das dort aus. Mhm. Aber in dir innen hat sich so viel verändert, das kannst du gar nicht in Wort fassen. Also bei mir ist es so, ich konnte es nicht in dem Moment in Wort fassen.
weil das hat noch so geschafft und es hat sich so viel leichter und befreiter angefühlt. Ich habe schon gemerkt, dass sind noch Sachen da. Darum bin ich nachher auch noch mal gegangen. Aber es ist schon so unglaublich viel leichter gewesen und anders, dass du, ja, ich bin mit einem anderen Gefühl zurückgegangen, eindeutig, ja. Und es hat mich selber Wunder genommen, verhebt das oder nicht? Was hat das für Auswirkungen? Jetzt haben wir ja gehört, wie sie hat es toll beschrieben, erstmal ganz lieben Dank. Auch diese Zerrissenheit, dieses immer wieder Suchen, auch die gewissen Ängste, die man nach der Therapie hat, zwischen, oh, wenn ich jetzt wieder zurückkomme ins Arbeitsumfeld, und womöglich, ich sage es jetzt mal als Beispiel, der Chef ist wieder laut morgens und die Mutter ist wieder schlecht drauf, weil das und das und vielleicht der Bruder hat die Problematik. Wie ist das vom therapeutischen Erfolg her? Gibt es da Rückschläge? Braucht es immer noch mal einen Anhang? Oder wie siehst du das? Großteils eben nicht. Es gibt viele Leute, die ein zweites Mal kommen, wo man praktisch spürt, sie fahren nach Hause. Es sind Dinge hochgekommen, die komplett verarbeitet wurden. Da hat sich körperlich ein paar Sachen haben sich bei ihr eingestellt, die kein Arzt ihr vorher erklären konnte, warum dieses Schlechtsein jetzt einmal da ist. Sie hat 15 Jahre lang das Gefühl gehabt, dass es ihr innerlich schlecht ist. Keiner hat Zugriff gehabt, warum. Also schlecht ist wie Übelkeit. Übelkeit im Magen, genau. Also, Man hat versucht mit Magenspiegelung, Blut, alles, hat man versucht draufzukommen. Und es ist ein einziges Ereignis gewesen, wo wir draufgekommen sind. Das hat sich zum Beispiel vollkommen geleckt. Mhm. Natürlich ist es dann ein Schritt, von der Therapie dort wieder nach Hause zu kommen. Aber ich lasse keinen Patienten gehen, wo ich nicht weiß, er ist jetzt sattelfest, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen oder sein Leben vielleicht erstmals in die Hand zu nehmen. Ich versuche auch dem Menschen natürlich eine Stärke zu geben, die er vorher durch diese vielen Rückschläge gar nicht haben konnte. Und das Interessante ist für mich, die Leute kommen heim, stellen oft einen Tag später in der Wohnung irgendwas um, räumen ihren Keller aus oder es kommen Leute auf die Menschen zu, die bei mir waren und sagen, warum strahlst du so? Was ist mit dir passiert? Also man merkt außen, ohne dass man jetzt jemanden erzählt, ich war dort und dort, spürt ein anderer Mensch, bei diesem Menschen ist irgendetwas passiert, positiv. Mhm. Bevor wir aufs ganze Ergebnis kommen, will ich vorher nochmal mit der Birgit ein paar Worte wechseln. Birgit, aus welchem Grund hast du dich damals entschieden, mit dem Gerhard diese Therapie zu machen? Und was war bei dir die Ursache? Es sind auch verschiedene Ursachen gewesen. Das hat eigentlich angefangen, als ich etwa 25 war, dass ich das erste Mal auch eine Depression bekommen habe. Also mich hat sogar mein eigenes Kind nicht mehr interessiert und von außen eigentlich, ich konnte es nicht nachvollziehen, warum. Weil ich habe eigentlich eine glückliche Ehe geführt. Uns ist es wirtschaftlich sehr gut gegangen. Also überhaupt keinen ersichtlichen Grund. Und das ist immer mehr gekommen und dann sind immer stärkere Rückenschmerzen dazugekommen. Ich bin von Potius zu Pilatus. Ich bin zweimal vier Wochen im Spital gewesen, mit stärksten Medikamenten. Und sie haben einfach mich immer wieder entlassen und es ist immer noch schlimmer geworden. Irgendwann bin ich dann beim Psychiater gelandet, so das Klassische. Dann hat es angefangen mit Physopharmika, dann hat es angefangen mit Schlafmitteln. Und irgendwann bin ich in so einem Zug rein gewesen, dass ich eigentlich am liebsten nur noch geschlafen habe. Also ich bin am 11 Uhr schon todmüde gewesen, wenn mein Bub von der Schule heimgekommen ist. Ich habe gedacht, oh nein, nur nicht wieder reden. Und am liebsten einfach alles ist zu viel gewesen. Obwohl ich ja nur Hausfrau bin, Anführungs- und Schlusszeichen. Du bist gut. Ja, schaut voll komplett überfordert gewesen. Und das hat sich über Jahre zugespitzt. Also ich habe am Schluss 12 Tabletten im Tag gegessen, über viele Jahre. Von Physopharmika, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, einfach nur noch, ja. Obwohl eigentlich keiner wusste, was dir fehlt. Ich bin aber zum Psychiater, 7 oder 8 Jahre, jede Woche. Und es ist einfach nicht besser geworden. Ich bin dann auch mit der Zeit dann noch aggressiv geworden von diesen Schmerzen. Ausfallend geworden gegenüber meinem Partner. Und er hat dann einfach quasi mir, weil er hat gehört, durch eine gute Freundin von Gerhard, er hat mir quasi gesagt oder mich mitgeschleppt, auch an so einem Vortrag. Und ich habe schon gefunden, ja, das auch noch, oder? Ich habe das dann gemacht. Und dort hat sie mir Klick gemacht und ich habe dann auch gesagt zu ihm, das ist das Letzte, was ich noch probiere. Und er hat mir angeboten, weil dass er mitkommt mit mir, dass er mich zum Gerhard fährt. Und ich habe dann wie ein kleines Kind gesagt, aber gell, wenn mir das nicht passt, gell, ich kann abbrechen, ich kann nach einer Stunde wieder zurück. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Hoffnung gehabt, dass er mir helfen kann. Und bin dann wirklich, also, fast angezogen worden. Ja, und bin dann aber geblieben.
Mhm. Du hast gesagt, 25 Jahre Partnerschaft in Ordnung, gut situiert. Mhm. Also eigentlich ein Außenstehender wird sagen, was hat sie für einen Grund, dass es ihr schlecht geht? Und seltsamerweise höre ich das immer öfter. Tolle Partnerschaft, auch finanziell alles in Ordnung und rundherum stimmt alles und trotzdem erwischt es die Menschen. Ich möchte dazu ganz kurz was sagen. Ja, der erste Grund ist, dass wir Menschen, obwohl es immer heißt, wir gehen ohne dies nur auf die inneren Werte oder die inneren Werte sind wichtig, wir gehen immer aufs Äußere. Wenn jetzt eine Frau daherkommt, die gut angezogen ist, gut ausschaut, haben die Leute das Gefühl, und es geht ihnen finanziell noch gut, hat man das Gefühl, Mädchen, wo ist dein Problem eigentlich? Ist der langweilig oder so? Ja. Das ist auch die Problematik für viele Mediziner, dass ein Mensch 10 Jahre, 20 Jahre ein ganz normales Leben führen kann, dann kommt irgendetwas im Gefühlsleben hoch und keiner hat Zugriff, warum das ist. Man kann sich selbst überhaupt nicht erklären. Und wenn weder Partner noch die Mediziner wissen oder man selbst nicht weiß, woher das kommt, dann sollte man eben schauen. Und Alternative suchen. Ich meine, das hast du vorhin auch gesagt. Erstens mal der schulmedizinische Weg, seid ihr beide gegangen. Mhm. Man hat beim Arzt Hilfe gesucht, das Lernen war so, war bei mir früher auch so. Klar, wenn du was hast, gehst du zum Doktor. Das ist so, wenn man erzogen. Das nicht, dann viele Alternativen ausprobiert. Da ist es natürlich auch so eine Suche, wie die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Es gibt Tausende und Abertausende von Therapien. Und dann diesen Weg zu finden und bei beiden war der Punkt, wo ich gesagt habe, so, das ist jetzt das Letzte, was ich probiere und wenn das nicht funktioniert, dann nach mir die Sinnflut irgendwo, dann gebe ich irgendwo auf. Das Schöne daran ist, wir merken, wir werden geführt. Ich sage immer, der Mensch, der wirklich in sein Inneres geht und sich und der Schöpfung vertraut, der kommt irgendwann zu dir oder zu dem Therapeuten, der für ihn der Richtige ist, ganz klar. In welchem Zeitrahmen, 25 bis, wie lange hat es gedauert, bis du dann bei ihm oder vor ihm saßt? Ja, ich bin jetzt 45, also über 20 Jahre. Und über 20 Jahre die Problematiken in Familie, war das nicht auch für die Familie der Horror? Doch, der Oberhorror. Also das ist für das ganze Umfeld, weil du tust ja allen, die du so liebst, im Prinzip lässt du gerade eine Depression oder so, also nicht Gewalt, Wutausbrüche, lässt du immer an deinem Umfeld aus, an deinen Liebsten, oder? Und die wissen nicht, wieso. Und das ist wie ein Teufelskreis. Also am Schluss war ich so weit, ich habe nicht einmal mehr meinen Mann begleitet an ein Apero. Ich habe niemanden mehr vertraut, nicht einmal mehr einen Smalltalk können machen, nur noch so. Weil ich einfach so, ja, ich habe das Gefühl gehabt, immer mehr. Und das ist eigentlich der Punkt, wo er gesagt hat, dann, so, jetzt ist fertig, jetzt müssen wir einfach, das geht nicht mehr. Sonst müssen wir uns quasi... Nein, du hättest ja irgendwann ganz abgekapselt und wärst wahrscheinlich aus deinem Schlafzimmer gar nicht mehr rausgegangen, wenn es so in der Konsequenz weitergegangen wäre. Und mit diesen Medikamenten natürlich. Ich habe natürlich massive Probleme bekommen mit meiner Gesundheit auch. Ich meine, so viele Medikamente schluckst und habe irgendwann auch starke Nahrungsunverträglichkeiten gehabt, habe keinen Alkohol können trinken. Es sind ganz viele Sachen, die zusammengekommen sind. Obst, also ich habe überhaupt keine einzige Frucht mehr können essen. Ich habe innerhalb von 10 Sekunden einen Bauch bekommen wie eine Wassermelone, nach einem Schnitzel Mandarinli oder irgendetwas. Und das miteinander hat mich dazu bewogen, mal zu schauen, warum. Weil die Mediziner haben nichts herausgefunden. Die haben mich durchgecheckt. Ich meine, 20 Jahre ist schon auch eine lange Zeit. Ja. Bei dir waren es auch vom 14. bis dann zum 20. auch 6-7 Jahre. Ja. Und man sieht ja, ihr habt erst die klassischen Wege probiert. Alles. Wie gesagt, wie es jeder wahrscheinlich tun würde. Was meinst du, Gerhard, woran liegt das denn, dass auch die Medizin, weißt du nicht, da mal einen Schritt macht, weitergehen und ihre Zusammenarbeit mit anderen Behandlungsmethoden mal annimmt und dass man einfach mal in eine andere Richtung marschiert? Ich meine, einer Frau über 10 Jahre lang Psychopharmaka zu verabreichen, ist jetzt bestimmt keine Heldentat. Für mich ist es schön zu sehen, jetzt, ich nehme keine Psychopharmaka mehr. Sowas gefällt mir Leben, zum Beispiel. Also, nehme gar nichts mehr. Noch dazu muss man sagen, sie kommt dort unter der Behandlungswoche ins Hotelzimmer und bekommt, weil ich das so vom Hotel wollte, einen Obstteller hingestellt. Und sie hat in dieser Behandlungswoche das erste Mal seit... Ja, seit immer. Hat sie den ganzen Obstteller essen können, ohne dass sie irgendwelche Nebenwirkungen hatte. Ohne dass du plötzlich doppelt so breit warst. Ja, das ist, ich meine, wenn man ganz, ganz normal Obst essen möchte und es funktioniert nicht und auf einmal wird man davon überzeugt, dass ich das sehr wohl kann. Und es funktioniert im Körper so. Das ist, finde ich jetzt einmal großartig. Ich glaube, wenn man sich die Medizinausbildung insgesamt ansieht, ich kann es jetzt nur von Österreich sagen, es gibt natürlich Psychotherapie, es gibt Psychiatrie, aber
die Seele, das Gefühlsleben als solches ist ein Teil, wo viele Ärzte sagen, Herr Schafer, ich habe so viele Leute aufgeschnitten, sowas habe ich noch nie gefunden. Also das gibt es nicht. Und ich glaube, wenn man das Modell aus Großbritannien sieht, dass es sehr viele Arztpraxen gibt, wo es einen Heiler drinnen gibt oder einen, der sich eben mit dem Gefühlsleben beschäftigt, als Kombination, dass man beide Seiten abdeckt, dass das der Weg der Zukunft sein könnte. Und ich glaube auch, wer Recht hat oder wer heilt, der hat Recht, heißt es ja immer wieder. Ich glaube, dass man Menschen, die jetzt ganz andere Wege gehen, wenn sie das mit Herz machen, auf jeden Fall unterstützen soll, um eben Menschen zu helfen. Hunderte von Medizinern gehen mittlerweile in die Richtung. Ich habe ja unglaublich viel Feedback auf die Sendung. Ja. Und muss auch da immer wieder sagen, dass immer mehr der Satz greift nach draußen. Jede körperliche Krankheit ist nur der Spiegel einer geistig-seelischen Ungleichgewicht, was sich dann in der Materie durch unseren Körper reflektiert. Jetzt kommen wir gerade noch zum Schlusssatz. Die 14 Tage Behandlung, also zweimal eine Woche, warum? Wenn du jetzt heute zurückblickst und was würdest du dann so zusammenfassend sagen? Hätte ich es denn gleich machen, wo ich 14 war? Oder ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen? Oder was würdest du sagen? Ich glaube, es kommt alles im Leben zum richtigen Zeitpunkt. Darum ist das genau dann, hätte es so sein sollen. Bin ich überzeugt davon. Ich bin froh, dass es war, weil es hat mein Leben um 180 Grad verändert. Ich weiss nicht, wo ich heute wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Vielleicht würde ich auch nicht mehr da sitzen. Das heisst, nicht mehr schlecht, alle diese Symptome, auch Depression, genau. Das ganze Thema alles. Also weg vom Tisch. Ich habe am Anfang 23 Symptome in dieser Art aufgeschrieben, für mich als so Auflistung, und es ist alles komplett weg und nie mehr gekommen. Schläfst auch gut? Ja, wunderbar. Also auch die ganzen Ängste, die ein riesiger Teil bei mir waren, wo ich vorher zum Beispiel an der Psychiatrie also vorbeigefahren bin mit dem Zug und oben gesehen, da ist eine Psychiatrie, das war Panik gewesen. Auch vor Menschen, die ich nicht kennt habe, Angst gehabt, die liefern mich sofort wieder ein. Alles das, ich bin nachher mit dem Zug unten durchgefahren, als ich von ihm zurückgefahren bin, dachte ich, nein, jetzt kommt die Angst wieder, nein, das darf nicht wahr sein. Ich fahre durch und es kommt nichts, und ich sage, das kann doch nicht sein, das gibt es nicht, das ist nicht möglich. Ich habe es nicht geglaubt, und dann sind mir nur noch Tränen gekommen. Halt lauter so Erlebnisse, wirklich. Also halt eins nach dem anderen, das sich dann so sich aufgelöst hat, auch das mit dem Schlecht. Genau. Wo ich gegessen habe und dachte, das kann nicht sein, dass mir nicht mehr schlecht ist. Das gibt es nicht. Ich konnte es fast nicht glauben. Ja. Hört sich toll an, ganz toll. Freut mich auch, bist eine tolle Frau, die mitten im Leben steht. Und wir brauchen solche wie dich, die gut gucken nach unseren Kindern, wenn schon die Mütter keine Zeit mehr haben. Ganz, ganz wichtig, genau. Dankeschön. Genau. Ich will noch mal zurückgehen, gerade bevor wir das Abschlusswort machen, zur Birgit. Eine Woche oder zwei Wochen? Drei. Drei Wochen. Aber nicht am Stück. Ah, auch in Rhythmen gemacht. Genau. Wenn du jetzt zurückblickst auf die ganze Geschichte, was du vorher gemacht hast, bevor du den Gerhard kennenlerntest und was du bei ihm erlebt hast, was wäre dein Schlusssatz zu dem ganzen Thema? Ich hätte mir das alles können sparen, aber alles. Und ich wäre heute mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht mehr da, wenn ich nicht zum Gerhard gekommen wäre. Entweder hätte ich es selber beendet im Affekt oder wäre wahrscheinlich körperlich irgendwann einfach... Warst du dir der Ursache bewusst? Nein. Null. Konntest du auch nicht selbst hinkommen? Nein, das ist alles ganz das habe ich jetzt auch bei dir gehört, Ängste irgendwo, Dinge, die man wegdrückt, genau. Die man drunter legt. Ja. Mhm. Ich habe es gewusst, ich habe eine sehr problematische Kindheit gehabt, aber dass so viel gelaufen ist, das ist alles erst in der Hypnose dann wirklich aufgekommen. Und ihr könnt beide einstimmig das empfehlen, was der Gerhard macht, absolut. Für Zuschauer, die in ähnlichen Problematiken sind, da hinzugehen und einfach das zu machen. Ihr macht auch einen Eindruck, dass es euch richtig gut geht, muss ich so sagen. Toll. Jetzt haben wir uns ja auch ein bisschen im Vorfeld unterhalten. Genau. Ganz toll. Dann erstmal Dankeschön an dich, Sandra. Dankeschön an dich, Birgit, dass ihr den Mut hattet, hierher zu kommen und über eure Geschichte zu sprechen. Finde ich ganz toll. Wird bestimmt viele Zuschauer motivieren, den Schritt auch zu gehen. Weil ich sage immer, was nützt dir es, wenn du es für dich behalst und bist traurig und sitzt in deinem Gefängnis drin, was irgendwann sogar zu schlimmen Konsequenzen führen kann. Ja. Gehe hinaus, zeige dich den Menschen und wie gesagt, ganz großes Kompliment und meine Hochachtung. Danke. Gerhard. Ja. Das waren ja wilde Geschichten. Und ist jede deiner Therapien so begleitet mit wirklich so schwierigen Dingen? Ich meine, wenn man hört, dass jemand 6, 7 oder bis zu 20 Jahre durch ein Tal der Tränen marschiert, ist das ja schon heftig. Es ist sehr heftig, aber es spiegelt die Realität wider. Also es ist uns einfach gegeben, dass wir
als erstes den normalmedizinischen Weg gehen, der für viele Menschen hundertprozentig auch richtig und wichtig ist. Aber ich glaube, wenn man dann spürt, es geht nicht weiter und ich spüre, dass ich frei werden will und ich spüre, ich bin bereit, frei zu werden, dann muss man sich eben Gedanken machen, ob es nicht noch etwas gibt. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die zu mir kommen sollen, die kommen zu mir, definitiv. Das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank. Alles, alles Gute, Gerhard Schaffer, weil das, was du machst, wie gesagt, wenn es den beiden geholfen hat, gibt es bestimmt noch Hunderte, denen du helfen kannst. Für Sie, liebe Zuschauer, war das wieder so eine Sendung, wo ich sagen muss, mit offenen Ohren und offenen Augen dabei bleiben, denn diese Dinge können vielleicht einem anderen in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, an ihrem Arbeitsplatz wirklich sein Leben retten im eigentlichsten Sinn. Einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.